Hey Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, ihr merkt es selber schon, wir sind wirklich kurz vorm Update und haben heute aber nochmal News, denn es kam eine kleine Überraschung vom Psyonix und darum wird es heute auch gehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, fragt euch jetzt, neue Rewards so kurz vorm Update, wieso erst jetzt? Es ist ganz einfach, ich werde euch das deswegen so simpel erklären, wie es geht, und das meiste basiert sowieso auf Sachen, die wir schon wissen. Es geht nämlich um die Season 5 Rewards, da bekommen wir neue, aber die alten werden nicht ersetzt, werden also nicht rausgenommen, die wir gerade noch mal im Hintergrund sehen, die mit dem Drachen rechts. Nein, die bleiben auch im Spiel, und das Ganze kann man so erklären, dass natürlich, als die Banner bekannt gegeben wurden, in vielen Foren, wie unter anderem Reddit, Spieler wirklich ordentlich Dampf gemacht haben. Die haben sich nicht gerade darüber gefreut. Es war halt nichts Besonderes in deren Augen, oder es hat ihnen einfach nicht gefallen. Meinungen gehen auseinander, darum geht es jetzt natürlich auch nicht. Auf jeden Fall hat Psyonix sich dieses Feedback angehört und deswegen nochmal neue Banner gemacht, die aber etwas schlichter sind, und die sehen wir jetzt gerade. Und wir sehen, dass der Drache, der eigentlich rechts ist, ausgetauscht wurde gegen das Symbol von unserem Rang. Wer also mit dem Drachen nichts anfangen kann, wem das zu unpassend ist, der kann diese schlichtere Version nehmen. Und ich muss sagen, mir gefallen sie auf jeden Fall besser. Man kann das ja nochmal kurz ansprechen. Die Idee hinter den Bannern war, seinen Rang für diese Season zeigen zu können. Oder allgemein den Rang, den man mal hatte, ohne auf ein Lieblingsitem, was man vielleicht lieber verwenden würde, als ein Reward, Boost zum Beispiel oder Wheels, verzichten zu müssen. Und als das damals gesagt wurde, leuchtete es mir auf jeden Fall ein. Ich fand das dann auch okay, habe mich vorher ja nicht so über die Banner gefreut. Und ja, jetzt wurden halt nochmal schlichtere gebracht für die Leute, die mit den Drachenbannern, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht wirklich zufrieden waren. Das Ganze so kurz vor dem Update hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. So, nochmal kurz zusammengefasst, wir bekommen also mit dem Update für jeden Rang, den wir erreicht haben, zwei Rewards. Einmal die mit dem Drachen auf der rechten Seite und einmal die mit dem schlichten Symbol unseres Ranges. Es werden also, nochmal gesagt, keine ersetzt. Die, die sich jetzt auf die Drachenbanner gefreut haben, müssen sich da keine Sorgen machen. Die bekommt ihr auch, die findet ihr dann auch in eurer Garage. Und so viel erstmal dazu, das war's eigentlich. Knappe News, aber wie ich finde, sehr interessant. Hat mich überrascht. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr dran. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Findet ihr die neuen besser oder sind es doch die alten, die schlichteren oder die Drachenversion? Was sagt ihr? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung. Hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und das nächste, was dann zum Update kommen wird, ist, wenn es da ist, neues Crate-Opening, der neuen Accelerator-Crate. Ich werde nochmal alles vorstellen, was neu ist, werde euch das zeigen, wenn es dann letztendlich im Spiel ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, schönen Tag oder noch wann immer ihr das hier guckt. Und ciao.